Koreaner und herzlich willkommen bei Barschön Aqualife. Ja, zum ersten Punkt, tut mir leid, dass ihr einige Monate von mir nichts mehr gehört habt oder gesehen habt. Mir ist gesundheitlich leider was zugestoßen, hat mich natürlich komplett außer Gefecht gesetzt. Ich war natürlich jetzt überlegen, ob ich jetzt noch ein Video mache oder nicht, und da habe ich gedacht, warum denn nicht, weil ihr solltet ja auch zumindest wissen, worum es überhaupt geht. Also ihr zumindest im Groben wissen, weswegen ich längere Zeit nicht da war, und dementsprechend ja, wollte ich euch das nur eben mitteilen. Mir geht es derzeit den Umständen entsprechend, das heißt noch nicht so, wie es sein soll. Da gibt es noch einige Komplikationen, aber die werde ich dann auch hoffentlich irgendwann in den Griff kriegen, und dementsprechend sehe ich das wohl positiv in die Zukunft hinaus. Ja, dadurch, dass das alles so durcheinander gekommen ist, sind meine ganzen Projekte, die ich mir für dieses Jahr geplant habe, natürlich ins Wasser gefallen. Sprich, das Buntbarsch-Projekt, die ganzen Vorstellungen und so, das werde ich erst auf nächstes Jahr verschieben müssen. Das heißt, dieses Jahr wird es dafür kein Video geben. Ich wollte das eigentlich so Anfang Oktober bis Anfang November alles soweit organisiert und geplant haben und sowas teilweise schon, um die ersten Dreharbeiten zu machen. Aber das musste ich leider dann doch absagen, weil eben halt die Geschichte mit der Gesundheit eben halt dazwischen kam. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Ich werde in diesem Jahr noch ein einziges Video machen, also nach diesem Video wird noch eins kommen. Das wird so um den 20. Dezember erscheinen, Pi mal Daumen, ein, zwei Tage vor oder zurück. Hängt immer von dem ab, wie die Zeit gerade bei mir so ist. In dem Sinne werden wir dann da noch ein bisschen besprechen, was nächstes Jahr kommt und wie es dieses Jahr war, so ein bisschen Revue passieren, um so ein, ja, immer so ein kleines Fazit zu ziehen. Im Ganzen habe ich mir das so nicht nehmen lassen, mir eine Kleinigkeit einfallen lassen, was jetzt noch kommt. Ich habe ein 2-Liter-Becken noch gefunden, das ich schon gar nicht mehr wusste, dass ich noch hatte. Ist jetzt nichts Großes, nichts Wildes. Ich habe sehr viel im Internet gesehen und in vielen Communities wie Facebook, Twitter, Instagram, dass es Leute gibt, die ein filterloses Becken betreiben. Zum Beispiel für Bettas, also für Kampffische wird das zum Beispiel sehr gerne gemacht. Das ist filterlos gemacht, weil diese Fische, die mögen eben halt keine starken Strömungen. Das können die gar nicht ab, weil die dann dadurch noch zusätzlich mehr gestresst werden. Aus diesen Habitaten, wo die kommen, da ist fast gar keine Strömung vorhanden. Und dementsprechend, gut, für ein 2-Liter-Becken ist hier logisch, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Fische sind dann natürlich ein No-Go. Das Einzige, was man vielleicht reinpacken kann, sind Schnecken. Das ist dann auch gut gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es auch heute mit dem Reden, ich weiß auch nicht. Nichtsdestotrotz ist es halt eben halt nur ein Pflanzenbecken, und das soll einfach ein natürliches Biotopbecken sein. Das heißt ohne Filter, ohne Licht, ohne Heizstab. Ich werde aber bei mir das Licht dran lassen, aus dem Grunde, weil dieses Tageslicht einfach nicht ausreicht, um das Becken komplett zu beleuchten, und das normale Standardlicht in diesem Zimmer würde es also zu nichts bringen. Da könnte ich genauso die ganze Geschichte sein lassen. Deswegen habe ich das Licht einfach dran gemacht, damit, weil ich auch einige Pflanzen, also ein paar Pflanzen drin habe, die mehr Licht brauchen, um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen. Ich will gar nicht lange schnacken, schaut euch einfach das Video an und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das Becken ist soweit fertig, sauber. Ich habe das hier mit dem typischen Essig-Essence genommen. Ist ein ganz praktisches Mittel, weil damit kriegt man teilweise gute Kalkränder weg. Manchmal muss ich das hier mit so einem ganz gewöhnlichen Glasschaber nehmen, damit man die, ja, die Verkrustung, sage ich mal, besser runterbekommt. Und dann kann man eigentlich auch schon mit dem Einrichten starten. Ja, so ein bisschen zu der Technik. Das Becken wird filterlos betrieben, weil es sich einfach für die Größe, es sind 2 Liter Becken, wird sich dann einfach nicht lohnen. Und dementsprechend würde ich sagen, lassen wir die Technik nochmal fast weg. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, weil auch einige Pflanzen wachsen müssen, ist eine LED-Beleuchtung. Die ist hier, das ist jetzt nur so eine Standard-Dings, jetzt nichts also Spezielles. Die hatte ich noch über gehabt, da habe ich mir dann gedacht, verwende ich die dafür. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn das erstmal fertig eingerichtet ist. Es wird ein bisschen fummelig, weil es ein kleines Becken, das heißt, ich habe weniger Spielraum mit den Händen. Aber es gibt hier im Grunde, gibt es ja Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Pinzette. Die sieht dann quasi so aus. Die gibt es natürlich auch gebogen, damit man quasi so schön am Boden nur so einpacken muss. Das ist einfach so eine Greifpinzette, aber die kann man trotzdem dafür verwenden, was ich vorhabe.
Dann haben wir hier noch eine Schere, um gegebenenfalls die Pflanzen dementsprechend der Größe des Beckens anzupassen. Das heißt, wenn ich jetzt Stängelpflanzen habe, kann ich sie auf jeden Fall in der Größe zuschneiden, wie ich sie habe, weil letzten Endes kommen die Wurzeln sowieso irgendwann raus. Ja, das Becken, wie gesagt, ist jetzt soweit fertig, dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Bodengrund anfangen kann. Das ist einmal das Substrat. Ich habe das diesmal von Topical geholt. Es ist noch übrig geblieben von meinem 20 Liter Nanocube, was ich vor einiger Zeit ja mal eingerichtet habe. Da habe ich leider dafür kein Video parat, weil mir dadurch ja einige Dinge in die Hose gegangen sind. Aber erstmal so viel dazu. Hier ist der Kiesia, den ich hier von, den ich euch zeigen möchte. Das ist so ein, ist ein mittelgrober Kies, weil ich wollte jetzt nicht feinen Sand nehmen. Aus dem Grunde, weil da eben halt auch keine Schnecken reinkommen. Weil für mich ist, also was meine Beobachtung immer zur Folge ist, immer bei Feinsand sollten immer Turmdeckelschnecken drin sein, weil die weniger belüftet sind und sich da schneller Gase bilden können. Dementsprechend, ja, habe ich mich jetzt dafür entschieden, ist auch wahrscheinlich für manche Pflanzen auch leichter zu pflegen und dementsprechend sollte das auch wohl funktionieren. So, fangen wir dann mal mit dem Bodensubstrat an. Da werde ich mal ein bisschen was reinfüllen. Es wird jetzt nicht allzu viel sein, weil ich natürlich jede Menge Kies habe, aber es soll zumindest so sein, dass die Wurzeln da auf jeden Fall dran kommen. Dann nehmen wir mal eben, ich habe jetzt dafür keinen Schieber, den gibt es eigentlich nur so ein Set dabei, ich mache das jetzt ein bisschen hier mit. Nur so, dass der Boden gerade mal eben bedeckt ist. Oh, da könnte noch ein bisschen was rein. Ja, dann haben wir schon den ersten Schritt fast fertig, dass der Bodengrund drin ist. Ja, in dem Sinne habe ich hier den Kies, den mache ich jetzt auch mal eben rein. Na komm. Soll sich bloß nicht mit dem Bodengrund vermischen, dann habe ich nachher ein großes Problem. Dann ist dort alle Mischmasch und dann schwimmt natürlich, das ist das Substrat nachher an der Oberfläche und das wollte ich damit nicht zwingen. Ein Stein drin, der nicht reingehörte. So, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr Kies rein. Wie gesagt, da kommen keine Fische rein, passt sowieso nicht. Wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Schnecken oder so, die vielleicht so ein bisschen die Algengeschichte ein bisschen unter Kontrolle halten, aber da bin ich mir noch nicht sicher, werde ich mich dafür spontan entscheiden. Aber im Grunde ist es hauptsächlich nur als Deko-Becken gedacht. Ja, so im ganzen Großen ist das schon ja, mehr oder weniger fast fertig. Jetzt werde ich nochmal eben Pflanzen reinpacken und dann können wir das auch schon so langsam mit dem Wasser befüllen. Ja, ich habe hier schon mal soweit eine Javafan-Art hier auf Steinen drauf geklebt mit einem Pflanzenkleber. Ihr könnt auch nur meinen Sekundenkleber nehmen aus dem Baumarkt. Wichtig ist aber auch nur, dass ihr immer darauf achtet, dass dieser Kleber auf Kyano-Acryl-Basis aufgebaut ist, also keinen anderen nehmen. Weil das Problem ist, dass ihr nachher natürlich ja, sämtliches biologisches System damit vernichten könntet. Dementsprechend ja, ist es eben halt auf dieser Basis zu empfehlen. Jo, dann fangen wir mal mit dem Einsetzen der Pflanzen an. Ich werde das gleich mal noch ein bisschen korrigieren. So, die können wir dann hier hinten mal hinpacken. Dann kommt die Javafan-Art noch hier rein. Jetzt muss ich die nur mal kurz positionieren, dass sie hier so ein bisschen vernünftig sitzt. Eine ganz kleine hier. Ja, wie gesagt, mit den Pflanzen an. Das hier zum Beispiel ist ein afrikanischer Wasserfreund, also ist eine Stängelpflanze. Die geht schön nach oben hin. Ganz viel Glück haben, sehen wir das Ergebnis auch schon in wenigen Wochen. So.
So, was das hier für eine ist, zeige ich euch gleich. Das weiß ich leider nicht. Schauen wir mal hier vorne hin. Hier mit rein. So. Ich glaube, das ist eine Ludwigia-Art. Die setze ich dann auch mal hier ein. Positionieren wir mal da. So schön in der Mitte. So. Dann noch so ein paar Steinchen in dazwischen. So eine kleine Dekorationsgeschichte. Ups. Ja, so im Großen und Ganzen bin ich erstmal zufrieden. Und dann werden wir jetzt erstmal das Ganze mit Wasser befüllen. So, das war's. Ja, die Steine noch in der Oberfläche wegmachen. Gut, so. Da kommt gleich noch ein bisschen Dünger rein, Flüssigdünger. Weil zum Beispiel der indische, also der afrikanische Wasserfreund, ist kein Wurzelzehrer, sondern er nimmt die Stoffe über das Blatt auf. Und dementsprechend muss ich da gleich noch ein bisschen Dünger reinmachen. Da das ein recht kleines Becken ist, nehme ich natürlich nicht oder gehe natürlich nicht nach der Verpackungsbeilage von dem Dünger quasi, sondern ich nehme einfach nur 1,5 Milliliter und dementsprechend sollte das dann erstmal gewesen sein. Ja, ich werde nach ein paar Wochen euch nochmal ein Video machen und ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ja, Leute, entschuldigt ein bisschen für die Störung des Tons. Es ist ein bisschen zu extrem gewesen. Wahrscheinlich auch ein bisschen die Hintergrundgeräusche, die ihr wahrscheinlich ein bisschen mitgekriegt habt. Wie gesagt, tut mir leid, das habe ich leider zu spät gemerkt. Aber gut, ist nun mal so. Aber man konnte alles verstehen. Was das Becken angeht, da werde ich euch in den nächsten laufenden Wochen, soweit sich was entwickelt hat, natürlich auf den Laufenden halten. Dafür wird es natürlich noch ein Update geben. Dementsprechend, ja, finde ich das cool. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich werde ihm dann die Tage später, soweit sich das ein bisschen was getan hat, schon die ersten beiden Schnecken reinsetzen. Also da werden jetzt nicht massenhaft Schnecken reinkommen. Das ist auch für Schnecken nicht gerade artgerecht. Das hört sich vielleicht doof an, aber Schnecken brauchen ja auch irgendwo ein bisschen Freiraum, was Laufen angeht. Und deswegen werden eben halt nicht viele Schnecken da reinkommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn das euch gefallen hat, dann könnt ihr mich einmal abonnieren. Dementsprechend würde ich mich über einen Daumen hoch auch ebenso freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.